So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem Let's Play von Dark Souls 3 mit den beiden DLCs und im Online-Modus und im verzweifelten Kampf gegen zwei Riesen, die wir eigentlich gar nicht bekämpfen wollen. Also jedenfalls habe ich mich dazu entschlossen. Ja, es gibt da allerhand Grützmonster, werdet ihr gleich sehen. Und ich will halt unbedingt auf die Empore hoch, weiß aber nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal eine Weile... versuchen, die Seelen und das Zeug da einzusammeln, weil er uns kräftig immer auf den Dötz haut. Und diese komischen... Ich habe keine Lust, das jedes Mal zu machen, ey. Ach, Mann. Aber ich hab doch gerollt. Oh nein, unsere Seelen. Oh, es kommen Schmerzen von 10.000 Seelen. Ach, man kommt da einfach nicht durch. Vielleicht sollte ich es andersrum machen. Vielleicht sollte ich erstmal versuchen, an dem Ding vorbeizukommen. Und dann vielleicht später die Seelen zu holen. Ach, das ist jetzt schon wieder der falsche Weg. Es tut mir leid. Denn da oben wohnt ja unser Freund. Mit dem haben wir uns ja angefreundet. Ihr seht ihn da klein, schemenhaft über meinem Kopf. Der steht da ja und hilft uns gelegentlich. Zum Beispiel bei diesem Untotenfeld vor der Kathedrale. Da hat er ja einige Pfeile reingeballert. Ich möchte nicht riskieren, dass wir seine beiden Kumpel töten oder es dann nicht mehr macht. Vielleicht ist das auch doof überlegt, aber manchmal sind die Überraschungen ja groß bei Dark Souls. Ich sollte das nicht einfach so riskieren, würde ich sagen. Die Kamera ist ein bisschen komisch, wa? Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ermattet zusammengesunken bin. Oh, 10.000 Seelen. Oh, wie furchtbar. Läuft. Dafür gibt es ja satte 90. Also er macht ja eine ganze Weile nichts. Weil ich bin doch aufgestanden. Was ist denn das jetzt hier, ey? Okay, wir sind durch. Das war schon die Hauptsache. Mal sehen, was uns jetzt... Ja, ist ja gut. Es liegt ja aber noch allerhand Schmarronda da, den ich ja gern hätte. Vielleicht können wir ja hier irgendwas machen, das ihn wohlgesonnen macht. Oh nein, der hat aber ein großes Schwert. Zeit für Flucht ist gut. Oh, wir haben noch ein paar andere. Und noch ein bisschen Feuer, auch wie schön. Okay. 38 Pfeile noch. Sie macht mich irre. So. Du? Ich habe so die leichte Ahnung, dass das schwierig wird mit beiden gleichzeitig. Alter, was ist denn das für ein Scheiß hier, ey?
So. Mein Puls ist unermesslich. Da lauern doch bestimmt noch mehr Rotaugen-Ottos. Wir könnten natürlich auch erstmal hinten in die Tür da rein. Da scheint er ja mit seinem Riesenprügel nicht reinzukommen, oder? Oh nein, die hocken ja hier auch noch alle. Und noch mehr Rotaugen-Johnnies. Beschäftigt ist. Auch Glut ist gut. Wahrscheinlich habe ich viel zu viel Ehrfurcht vor der Glut, dass ich... gar nichts mehr gemacht habe. Mit der Glut gemacht habe, kann man den... Ach, das wäre so geil, wenn man den runterschießen könnte, ne? Oder? Für den Kronleuchter. Ah, so weit hoch kann man aber gar nicht. Leider, leider. Hier hat doch aber noch so eine gekauerte Gestalt gehockt eben, oder nicht? Eben war hier dann da vorne. Das ist mir zu nah. Ich verpiss mich erstmal hier rein. Ein Fahrstuhl. Oh, bitte lass das ein Fahrstuhl sein, der wieder zu dieser kleinen Kapelle zurückführt. Zu der anderen Tür. Oh nein. Sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, oberhalb von der... von dieser Mauer da. Genau. Okay. Oh, hier ist, hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür, wollte ich sagen. Die Emporen gefallen mir nicht so. Ich habe Angst, dass da was runterkommt. Oh, jetzt lädt ja wieder irgendwas im Hintergrund. Okay. Der Haupteingang. Oh. Okay. Da kamen wir ja auch relativ gut dran vorbei, indem wir durch die kleine Kapelle hochgekommen sind. Ah, okay. Nur ein Bonfire ist das, so nicht. Oh. Da ist aber sehr viel Blut. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet, aber die ganzen, ich kann nicht die ganzen Nachrichten... Oh, der Zielberitter. Und wieso ist dann da so viel Blut? Gibt's sowas wie diese Kisten mit den Mimics vorhin auch bei Gegnern? Ach, schon mal, guck, da hinten ist die... Ach, der, da ging es ja erst nicht weiter, ne? Ah, okay. Ich glaube, ich heile mich mal wieder eine Runde. Kann man ihn anvisieren? Nö. Nee.
Da kann man nicht rüber. Moment mal, das da haben wir aber doch noch nicht gesehen da, oder? Irgendwie laufe ich immer falsch, oder? Kann das sein? Erstmal gucke ich da drüben. Was denn du? Was? Shame on you, you greedy guts. Hä? Warum? Was macht er jetzt? Thought you could outwit an onion. Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. Ja, das heißt, ich darf jetzt den ganzen Weg nochmal machen. Toll. Huch! Der hat mir ernsthaft diesen Riesen auf den Hals gehetzt. Aber warum? Er hat ja auch alle Wände wieder runtergemacht. Beide? Sauer? Was ist das denn für eine Scheiße dann? Oh Mann, so ein Mist. Ja, ich erinnerte mich dumpf aus dem Let's Play von Nils Bomhoff und Florentin Will. Dass der ein Drecksack war. Aber mich hat dann doch ein bisschen verwirrt, dass es der Zwiebelritter war. Jetzt rennt er hier hin und her und ich muss jetzt. Nee, jetzt hat sich eigentlich nichts verändert. Ich muss jetzt den Hebel da umlegen, oder nicht? Oh, lass. Nein. Ach Mann, ach Junge. Oh, bist du blöd? Nein! Okay, das waren wie viel? 1200? Das ist ja Wumpe, aber was geht hier bloß ab, ey? Ach nee, wir müssen ja. Ach, wir müssen da ja wieder lang. Ach, so ein Mist. Wir müssen ja die Wand wieder hochfahren, denn da war ja noch was zu entdecken. Mann. Wer immer hier noch mitguckt, danke für die Geduld. Aber auch echt harter Tobak hier. Uns fehlt auch so ein Quäntchen an Stärke. Aber wo war denn jetzt der Mechanismus für diese Wand hier? Wir doch auch hochgefahren. Oder war die schon? Nee. Also das ist die Wand. Aber wo zum Geier kamen wir denn? Also hier ist er nicht. Ich gar nichts mehr.
Das ist diese Wand. Diese Wand. Aber wo zum Eier ist der Mechanismus für die Wand? Der muss ja dann hier irgendwo sein. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Mechanismus? Ist ich. Hä? Mist. Sag mal. Jetzt können wir da. Jetzt können wir das nicht wieder hochfahren? Oder was? Haben wir denn diesen anderen Hebel gehabt? Ja, wir brauchen ja die Wand da hinten wieder. Das hier irgendwie durch. Dann hier lang und da hoch. Foliant des Abgrunds. Haben wir das da vergessen? Oder ist das ein Questgegenstand? Wunder des Abgrunds, denn ein göttlicher Foliant des Abgrunds, geschrieben in Blindenschrift, er gehört in die Ikonen der Kathedrale. Wie in einem Geschichtenerzähler, um die Wunder des Abgrunds zu erlernen. Der Foliant soll den Diakonen des Abgrunds den göttlichen Schutz lehren. Später wurde er jedoch um finstere Geschichten ergänzt, sodass er nun als ketzerisches Werk gilt. Mhm. Interessant, interessant. Hier war doch noch irgendwo ein Hebel, oder? Nee. Was für ein Mist. Oh nein, ich bin so dumm. Aber ich komme überhaupt nicht dahinter, wo dieser Hebel sein könnte. Boah.
Das ist ja echt ärgerlich hier alles. Weggezaubert der Hebel oder was? Der war doch hier unten oder nicht? Da oben reingekommen. Wenn man diese Deppen da, dann war unser Notausgang. Ja. Oh. Das ist eine so bescheuerte Ecke hier. Oh, das gibt's doch nicht. Sowas auch verwenden sonst. Was soll ich dazu sagen, ey? Dann müssen wir da wohl wieder hoch. Ich leide gerade sehr. Jetzt müssen wir in diesen Trotteln ja auch wieder vorbei. Das gibt's doch nicht. Oh nein, jetzt haben wir ihn aktiviert oder was? Och Mann. Da ging es nur wieder hoch. Oder wir benutzen den in die andere Richtung. Wir schicken ihn erst hoch. So nett, dass er hier mal kommt zum Empfang und so. Okay. Oder die sieht alle erschöpft aus, tut euch keinen Zwang an. Bleibt, wo ihr seid. Das kann ich nicht machen, oder? Oh Mann, was zum Fuck? Nee, wir müssen da wieder durch, ne? Es ist. Wo kann man noch bei dem anderen da raus? Ach, das ist doch wirklich so was von lästig hier, ohne diese. Dass man immer wieder diese Wege ohne Leuchtfeuer zurücklegen muss. Wirklich. Was für ein Scheiß. Lustig, dass es jetzt mal klappt mit dem Treten. Aber es muss doch irgendwie noch eine Möglichkeit geben. Achso, warte mal. Die kann man da runterschießen, oder? Nee, kann man nicht. Oder?
Ja, gut, dann müssen wir es wieder so probieren, okay. Oh. Kommst da nicht durch, ey. Das kann doch nicht angehen, ey. Erstmal durchrennen. Mal sehen, ob das klappt. Nein. Klappt irgendwie nicht, oder? Oh, scheiße. So, du Blödmann. Aber wenn wir jetzt da oben hochfahren, ist ja die Wand unten. Wir müssen doch irgendwie einen Weg finden, diese Wand wieder zu erheben. Ach, so ein Mist, verdammter. Ja, vielleicht sollte ich den, kann ich nicht runterschieben. Hä? Warum kann ich das nicht runterschicken? Jetzt hätte ich ja außen rumlaufen können. Ach, ich bin auch sowas von blöd. Und warum ruckeln wir jetzt wieder? Weil es kalt wird hier drin, oder? Ja, da würde ich gern rüber, aber kann es nicht. Ha? Ja, dass er ein Lügner ist, wissen wir jetzt auch. Abfall voraus. Ach, da hinten ist der Sack. Ja, ich habe Post für dich. Okay, er möchte keine Post. Ja, toll. Und nun? Gut, dann bleibt ja nur noch da oben der Festsaal und dahinter den, hinter die umgekippte, wie heißt das noch, Altargeschichte da. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wo sowas, wo ich sowas finden soll. Ach, wie dumm ist das denn designt, wirklich. Ja, da kommt ja richtig Freude bei auf. Tippitoppi. Okay, wenigstens haben wir den mit dem Schwert schon mal weggeholt. Ach, jetzt können wir den holen, okay. Du heiliger Bimbam, ey. So, dann schauen wir mal, dass wir das über die Bühne kriegen hier. Viele Pfeile habe ich ja nicht mehr, ne? Nein, ach man, komm, ey. Toll, das habe ich ja richtig gut hingekriegt. Nein, ich habe es nicht umgewechselt. Ich bin so dumm. Ach,
Oh, ey, das kann doch alles nicht wahr sein hier, ey. Das ist alles so bekloppt. Oh, das war ja ein kritischer Schlag, ey. Das passiert mir so schnell auch nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Da steht er wieder auf, ey. Ich glaube, es hackt. So, jetzt machen wir hier mal Tabula Rasa. Die sind mir nämlich einfach... Die haben einfach zu viele Messer dabei. So, wo geht's denn da hinten eigentlich hin, wenn man da durchgeht? Geht's da überhaupt irgendwo hin? Vielleicht ist da ja ein Hebel. Oh, das ist doch alles krank hier, ey. Okay, hier geht's nirgendwo hin, okay. Toll. Das hier alles verhängt. Was ist hier nur los, ey? Ist hier irgendwas? Fällt mir gleich wieder was auf den Kopf. Dass eine dämliche Entscheidung war, diese Riesen leben zu lassen, ich weiß es nicht. Boss. Bossgebiet. Wie schön. Es nervt. Wirklich. Okay. Ach du Scheiße. Hier, hallo? Wer seid ihr denn alle? Okay. Ah! Geh weg. Toll, ganz toll, ganz toll. Ich bin weg. Panik. Das wird doch wohl der Rote sein, oder nicht? Wo ist denn jetzt der Rote? Ach, da hinten. Oh, kommt immer ein neuer ran da, oder was? Geier. Oh
Oh nee, jetzt macht die hier auch noch so Oberzauberkrams oder was? Oh, jetzt steht er da auch noch in der Mitte oder was? Oh, ich bin weg, 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 weg. Was ist denn das hier? Ach, da ist er wieder. Nein, 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 lass mich! Oh, Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Nein, 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 das erheilt er sich. Oh fuck, was ist das? Okay. Okay, okay. Was soll ich jetzt machen? Kommen ja immer mehr. Einen Versuch habe ich noch. Oh, Scheiße. Nee, habe ich nicht. Was ist das? Habe ich ihn? Habe ich ihn? Kleine Puppe? Oh, das war aber auch Viertel vor Fluch Lebensableben. Oh Gott. Alter, wie krass. Ich weiß nicht, hätte ich das irgendwie anders besser machen können? Ich weiß es nicht. Ich hätte sogar noch einen Flakon gehabt. Wieso habe ich eine Glut genommen? Naja. Okay, aber hier ist auch sonst nichts. Was haben wir denn gekriegt? Die Seele des Diakons. Da können wir versuchen, wieder uns Waffen herbei wandeln zu lassen. Oh Gott, mein Herz. Ist das dann jetzt hier alles in der Kathedrale? Weil hier ist eine Sackgasse jetzt. Es muss ja irgendwie noch über diese Brücke da kommen. Und irgendwo hat mir auch schon mal einen Hebel umgelegt. Ich weiß noch nicht wo. War das nicht irgendwie auf dem Dach der Kathedrale oder sowas? Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Nee, wo könnte da ein Hebel sein? Okay, was haben wir hier bekommen? Irgendwas habe ich doch eben mit einer Puppe gelesen, oder nicht? Eine kleine Puppe oder sowas. Hier. Eine silberne Puppe, die einen Knappen darstellt. Kleine silberne Puppe, die einen jungen Knappen darstellt. In der alten Illusionsstadt von Irithyll, da wo unser Schwert herkommt. Im Nordwindtal gab der hohe Priester Sullivan diese Puppe seinem ergebenen Untertanen, damit sie auf ihrem Heimweg die Barriere durchschreiten konnten. Hör genau hin und du kannst dich sagen hören, wo auch immer du bist, der Mond geht unter über Ithrill. Wo auch immer du sein magst, Ithrill ist deine Heimat. Also ein Questgegenstand. So, aber jetzt ist hier unten ohne Scheiß nichts mehr, oder was? Kein Durchgang, keine Geheimtür. Ist das hier eine Geheimtür vielleicht?
Das ist aber dürftig. Dürfte ich mal um einen Geheimgang bitten? Ist das etwa scheinbare Wand? Was also doch? Oder was? Hä? Oder willst du uns nur verarschen, Junge? Nein! Für mich ist auch schon 6. Stunde. Na, hier ist nichts mit scheinbar. Oder hier? Ist hier eine scheinbare Wand? Der einzige Lüster, der hier leuchtet, ist doch dieser hier. Vielleicht ist das dann die Dingswand. Ich weiß es nicht. Sehr merkwürdig das alles. Sehr merkwürdig. Ist da ja noch irgendwo. Ach, ein Leuchtfeuer! Oder ist das wieder Fake oder so? Oh krass, wir haben ein Leuchtfeuer. Nee. Okay, dann waren die Diakone das Einzige, was hier noch ist, oder was? Wo? In dieser Kathedrale soll denn das sein, mit diesem riesen Rundturm? Das kann doch gar nicht innerhalb dieser Kathedrale sein, oder? Oh nein, jetzt sind die Lappen ja wieder alle da. Naja, gut, okay. Müssen wir ernsthaft nochmal aufs Dach? Also, ich weiß nicht, wir sollten jetzt vielleicht hier abreisen. Und vielleicht war das auf dem Dach. Ich muss für die nächste Folge dann mal gucken. Ich habe auch keine Lust mehr, an diese Kathedrale rumzuhängen. Das heißt, wir reisen jetzt zurück in den Feuerbannschrein und sehen dazu, dass wir eine Stufe aufsteigen. Ich würde gerne in Stärke investieren, denn wir haben viel zu oft so einen mickerigen Rest noch gehabt von. Achso, vielleicht sollten wir. Oh, was bist du denn für einer? Ach, das seid ihr beiden. Oh, and we meet again. Ja, ja. We spoke before on the road of sacrifices. Yep. Andri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Okay. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. Ach. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep. Okay. And so becomes our destination. Okay, das heißt also hinter dem. Hä, da waren die schon? Aber wieso ist denn der Wächter des Abgrunds noch da? Rätselhaft. Rätselhaft. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt immer schön neugierig. Bis dahin. Ciao.